war bisher bester Sommer meines Lebens, kann ich absolut so sagen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich jetzt so in so einem Kinofilm mitspiele. Mega, wir sind übertrieben krass zusammengewachsen, als Team, als Freunde. Ich glaube, ich hatte dann, obwohl es ist, ja auch Arbeit war, finde ich, hatte so mit dem besten Sommer aus meinem Leben. Ich glaube, es ist so der Traum von jedem, mal so einen Sommer zu erleben. Die leben auch wirklich alle meinen Traum. Also ich weiß nicht warum, aber ich wollte als Kind und Jugendlicher immer Schauspieler werden. Und ich habe immer geträumt von irgendeiner Story, dass in meiner Schule so gecastet wird oder ich auf der Straße angesprochen werde. Ey, du passt perfekt in meinem Projekt, willst du nicht dich als Schauspieler bewerben? Kam natürlich nie, aber genau das ist ja jetzt bei den Jungs genauso gelaufen. Ich habe es tatsächlich in der Insta-Story von Felix Lobrecht gesehen, diesen Aufruf so, ey, bewerbt euch. Und ich dachte mir so, ey, ich habe Bock drauf. Was soll passieren? So mehr als eine Absage kann nicht bei rumkommen. Das freut mich sehr für die. Und die haben es auch echt sehr, sehr gut gemacht alle. Also wirklich so auffallend gut. Die meisten Leute, die wir getroffen haben, die fanden es cool. Weißt du, so, ich meine, klar, ist ein Film in Gropiusstadt, so, warum soll man da nicht stolz drauf sein? Gropiusstadt ist eine Hochhaussiedlung am Stadtrand in Berlin-Neukölln im Süden. In den 80ern oder sowas, dann so ein sogenannter sozialer Brennpunkt. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor. In Gropiusstadt wird nicht nur runtergeguckt, da wird auch mal was runtergeworfen. Boom, Alter! Juna Bettino! Wir haben auch darauf geachtet, irgendwie, was so Statisten angeht, so möglichst viele Leute aus der Gegend halt einzubeziehen, einfach damit die sich da abgeholt fühlen. Die Anwohner wussten auch schon immer, wer wir sind. So. Wir haben auch wirklich alles da gedreht. Mittlerweile würde ich so jeden so mit als festen Freund bezeichnen. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte und dass ich die Jungs kennenlernen durfte. Sie bin mit Wein und Gusto. Er darf was sauer sein, also hol ich ihr Lambrusto. Wir haben uns gegenseitig immer gut gepusht. Das war eine Erfahrung fürs Leben. Danke aus.